So, guten Morgen zusammen. Und ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Wir gehen noch direkt rüber, aber erst muss ich mal wieder Dankeschön sagen. Nämlich erstmal danke für alle, die gestern im Stream dabei waren. Grüße gehen schon raus. Die 100 Likes wieder geschafft. Also auch danke dafür. Und wie gesagt, vergesst nicht auch hier auf das Video ein Like da zu lassen. Ich weiß, man vergisst es schnell. Aber wir haben noch ein neues Kanalmitglied und zwar den Fortnite Gangster. Erstmal danke, dass du jetzt die ungewöhnliche Mitgliedschaft genommen hast für 2 Euro. Gruß geht da raus, nämlich da ist natürlich der Support noch ein Tick größer. Und Moonlight, auch dich habe ich im letzten Video schon erwähnt. Nochmal dann danke für 2 Euro, falls du es dann irgendwie nicht mitbekommen hast. So, dann gehen wir direkt mal rüber in den Shop und ihr seht ja schon, Ninja, ohne Quatsch. Es ist in meinen Augen der beste Skin, den wir je in Fortnite hatten. Auch vom Spielerischen, er lässt sich einfach wunderbar spielen, optisch, er nimmt nicht viel Platz weg. Einfach eine 1 plus mit 23.000 Sternchen. So, dann gehen wir direkt mal rein, gucken, was wir Neues haben. Als Neues haben wir nur ein Emote. Und zwar, komm schon. Ja, das ist. Ja, so Emotes sind zwar ganz nicht so schlecht. Aber ich sage ganz ehrlich, man kann es eigentlich nicht wirklich gebrauchen. Weil, wann macht man Emote? Eigentlich, wenn man einen Kill gemacht hat. Wenn man den Kill gemacht hat, kann der Gegner schlecht kommen, weil er liegt schon unter der Erde. Also in dem Sinne, naja, kann man sich gönnen, muss man aber natürlich nicht. So, würde ich sagen, fangen wir direkt an mit dem Ninja-Skin noch einmal. Also wie gesagt, ich habe ihn mir geholt. Ich spiele derzeit mal alle Varianten so grob durch. Aber die reaktive, weil der Skin ist ja reaktiv, da kann ich euch ganz einfach sagen, was da reaktiv dran ist. Nämlich, warte, wir machen das mal anders da. Wir gehen mal gerade in meinen Spind rüber und müssen gerade den Stil ändern. Kleinen Moment. Zack, 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 zack. Das haben nämlich gestern meine Zuschauer herausgefunden. Ihr seht ja hier hinten das Band. Jedes Mal, wenn wir einen Kill machen, wird dieses Band immer länger. Also bei mir war das Band gestern schon bis hierhin, das Stirnband. Also nur für alle, die wissen wollen, was da die reaktive Reaktion ist. Weil es wird natürlich mal wieder nicht beschrieben, was passiert. Ist nämlich, finde ich, auch ein bisschen schade. Man schreibt reaktiv hin, aber man weiß nicht wirklich, was passiert. So, dann gehen wir direkt wieder zurück in den Shop. So, wie gesagt, den gibt es halt in verschiedenen Varianten. Wir gehen mal gerade alle durch. Einmal mit Kapuze, Mundschutz. Dann einmal in Materie und dasselbe wieder. So, dann gucken wir direkt mal wieder weiter. Natürlich der Tanz. Gruß geht da nochmal raus an Raptor. Danke dafür. Ich sage ja, euer Support ist echt krank teilweise. Dann die Klingen. Die Klingen habe ich mir diesmal nicht geholt, weil dafür habe ich mir die anderen Klingen geholt, die ich schon in meinem Spind habe. Können wir auch mal ganz kurz gucken. Ich habe mir nämlich die geholt. Also im Spiel, die passen perfekt zum Skin. Die müsste eigentlich auch jeder haben, der halt in Season 10 dabei war. Das sind halt hier die mittleren und wie gesagt, die passen in meinen Augen besser zum Skin als die Klingen. Aber muss halt jeder selbst entscheiden. Also da gibt es halt definitiv eine Alternative. So, dann haben wir heute als 800 V-Bucks Skin die rote Jade dabei. Ist ein netter Skin, also für 800 V-Bucks macht man da definitiv nichts verkehrt. So, dann haben wir Nachtglanz dabei. Mit der krassen Haarfarbe, dem krassen Tattoo. Also so an sich ganz nice der Skin. Aber ich sage immer wieder, inzwischen die 1500 V-Bucks Skin sind in meinen Augen wie die legendären Skins nicht gerade die besten. Außer halt jetzt Ninja. So, dann haben wir noch Sonneneruption. Auch nice der Skin. Aber auch da wieder steht's da. Ne, er hat keine Reaktivtarnung. Aber den gibt es halt auch in zwei Varianten. Einmal so, einmal so. Was ist eigentlich der Unterschied? Bin ich jetzt blöd? Denk, denk, denk. Ach, die Tätowierung ist hier nicht gefärbt. Ja, und die Augen nicht. Also hier ist normal und hier sind die Augen gefärbt und die Tätowierung leuchtet. Ist ganz nice, aber ja, muss halt wie immer Geschmackssache, würde ich da sagen. So, dann haben wir noch Spaltlicht für 800 V-Bucks. Und noch Flederkleider. Ja, der Kleider ist nicht so ganz meins. Da haben wir auf jeden Fall bessere. Dann natürlich noch die Spitzhacke.
Das ist halt auch so eine Spitzhacke, die mir irgendwie überhaupt nicht gefällt. Vom Optischen, das sieht aus, als würde da die Hälfte fehlen. So, dann gehen wir direkt wieder weiter. Dann haben wir die Überlebenskünstlerin. Auch für 1200 V-Bucks, eigentlich ein schöner Skin. Ist auf jeden Fall spielbar, würde ich sagen. Und dann haben wir den Tiefseejäger. Ist irgendwie so ein halt Geheimagent in der Tiefsee. Aber, naja, ich sage ganz ehrlich, in der Lobby habe ich ihn noch nicht oft gesehen. Und das ist halt auch wieder so ein Geschmackssachen-Skin. Gut, gehört natürlich zur Season 1. Kann man verstehen. Aber ich feiere den jetzt nicht so. Dann haben wir Sonnenspross drin. Danke erstmal dafür. Auch geschenkt bekommen. Gruß geht da raus. Aber, ja, ist halt ein Pfannen-Rücken-Accessoire, aber eigentlich kaum zu gebrauchen, würde ich jetzt behaupten. Dann das Emote kaum schon, hatten wir ja schon. Gerade nochmal. Dann haben wir unendlicher Depp. Ihr wisst ja, alles was Musik hat, ist gut. Und wir haben noch Wackelquatsch. Bei dem Skin sieht es wieder richtig nice aus. So, dann gehen wir jetzt rüber gleich zur Rette die Welt und da kriegen wir heute fast 100 V-Bucks an Missionen. Also da seid ihr auf jeden Fall mal gespannt. Und denkt dran, wenn ihr euch was kauft, gern mit meinem Creator-Code. Ihr seht schon, bei mir ist er gerade nicht mehr drin. Also yt-familyhack. Einfach eintragen, dann euch was gönnen und in dem Sinne würde ich sagen, war es das halt wie schon mal mit dem Shop. Wir gehen jetzt rüber zu Rette die Welt und dann schauen wir mal, was da so los ist. Einmal rüber. Rette die Welt war jetzt in den letzten 2 Tagen anscheinend ein bisschen verbuggt, aber wir haben gestern Abend kurz noch 1-2 Runden gemacht, also scheint wieder alles ganz normal zu funktionieren. Aber wie gesagt, wir haben heute sage und schreibe 3 V-Bucks-Missionen drin. Also wer schon über Level, warte, was muss man sein? Lass mich lügen, ich glaube so 60 sein. 60, Level 60 sollte man sein, dann kann man alle 3 machen. So, wir werden natürlich auch direkt gucken, wo die ganzen versteckt sind. Na komm schon. Weil wir haben einmal eine Level 19-Mission, einmal eine Level 23 und einmal eine Level 70. So, hier werde ich mich heute auch noch dran geben. Weil wir müssen natürlich, wo wollte ich da hin? Diesen Skin wollte ich natürlich haben. Aber dazu kommen wir nachher im Livestream. Also, wenn ihr das Video geguckt habt, werde ich wahrscheinlich online sein. Wir gehen aber jetzt direkt mal auf die Karte. Wir müssen in Plankaton. Plankaton Level 19. Und wo versteckt sie sich? Die erste. Hier haben wir schon mal die erste. Für 30 V-Bucks. Aber hier oben muss noch irgendeine versteckt sein. Da ist die zweite. Also hier 30 V-Bucks, hier 30 V-Bucks. Sind schon mal 60 alleine nur in Plankaton. So, dann gehen wir mal gerade raus. Nämlich eine ist noch im Brutal. Zack. Aber die muss irgendwo hier unten in dem Bereich sein. Nämlich ist eine Level 70 Aufgabe. Na, wo ist sie? Da ist sie. Liefer die Bombe ab, 35 V-Bucks. Also das sind halt wie gesagt die 3 Missionen, die wir heute haben, wo wir halt V-Bucks bekommen. Ist eigentlich recht nice, weil wir haben nämlich schon lange keine mehr bekommen. Ich kann gerade mal gucken, wir haben in den letzten 7 Tagen gut mit heute zusammen dann 270 V-Bucks bekommen an V-Bucks Missionen und in den letzten 30 Tagen 475 V-Bucks. Ist aber immer noch 70% weniger als in den 30 Tagen davor. Also davor hatten wir fast, sag ich mal grob, 600-700 V-Bucks bekommen in einem Monat. Plus die 1500, also so 2200 wären letzten Monat möglich gewesen, also in den letzten 30 Tagen. So, dann gehen wir gerade nochmal in den Shop, gucken, was da so rumfliegt. Ein Upgrade-Lama, ja, dann ein legendäres Trollschatz-Lama. Ist natürlich wieder möglich, dass wir einen legendären Überlebenden bekommen, aber ihr wisst selber, die Wahrscheinlichkeit ist natürlich ziemlich gering. So, dann haben wir hier noch 2 Lamas, direkt mal gucken, was wir da drin haben. Ja, wow, das war ja richtig viel. Ja, Überlebende sind immer gut, wir brauchen ja die Handbücher.
50 Tickets, oh, noch einen Überlebenden, schmeckt. Also Überlebende sind halt immer wichtig. So, was haben wir sonst noch drin? Eigentlich nichts Besonderes, alles schon rausgekauft. Und dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit dem Shop-Video. Wie gesagt, benutzt gerne meinen Creator-Code YT-FamilyHack. Warum steht der hier nicht drin? Ah doch, da ist er, ich wollte schon gerade sagen. Weil irgendwie, entweder seid ihr gerade ein bisschen sparsam oder Epic spinnt da ein bisschen rum. Weil ihr seht zurzeit nicht, wer irgendwie gekauft hat und wer Unterstützer ist. Also guckt mal gerade bitte nach, ob ihr noch Unterstützer seid. Einfach YT-FamilyHack. So, in dem Sinne würde ich sagen, bis gleich auch schon und haut rein.